Hallo Freunde, der NRW über 18 hier. Ich begrüße euch zurück bei The Book of Unwritten Tales mit unserem lila kratzenden Vieh, das förmlich über den Boden gleitet. Ja, und wie ich auch schon gehört habe, ist das eigentlich der eigentliche Held hier von The Book of Unwritten Tales. Demnach ist auch die Viehchroniken dann nach ihm hier benannt worden. Und ja, verzeiht es mir, ich habe nicht so viel mit dem Spiel hier am Hut, genau wie mir gesagt wurde, dass diese Ork und Orks und Hinz und Kunz und... Also da hat mir, ich glaube, der Lyricus, ich weiß es nicht, hat mir da geschrieben, wer da was ist und wo, eine Parodie auf was ist World of Warcraft und ich kenne mich damit noch nicht auf, Freunde. Ich habe so viel am Hut mit Fantasy-Spielen wie, ich glaube, ein Fuchs mit einer Gans. Und von daher, okay, das war jetzt kein gutes Beispiel. Aber naja, das sind auch jetzt mittlerweile die letzten Teile vor meinem kleinen Urlaub, wo ich eigentlich mich schon drin befinde. Ich habe nämlich seit Freitag Urlaub für zwei wunderschöne Wochen und morgen geht's dann nach Hamburg auf die Reeperbahn und so weiter. Davon, glaube ich, wird es aber dann nochmal ein kleines Infovideo geben, denn in der Zeit wird hier nichts passieren. Und ja, nur, dass ihr Bescheid wisst. So. Wir sind immer noch hier mit dem Vieh in dem Kerker, können uns hier immer noch nichts an... Ja, öffne das Gitter, das hat er auch nicht geschafft. Nein. Okay, was immer er uns damit jetzt gerade sagt. Butter, Butter. Es ist einfach nur herrlich. Ja, und hier können wir auch nicht raus. Oder doch? Was? Was war das denn? Moment, wie ist der denn da jetzt gerade rausgekommen? Okay. Hammer? Schläft der? Ja, bum bum, ich weiß. Ah, die hätten uns ja wenigstens mal Untertitel geben können. Okay, den Hammer können wir nicht nehmen. Okay. Nein, reden möchte ich mit dem noch nicht. Ja, ein totes Huhn. Kann man das mit der Stange runterholen? Nein, können wir nicht. Da können wir es auch nicht. Nein. Was haben wir hier? Ach, okay. Hundehütte. Mit Feuer davor. Brennender... Ah, okay. Nee, ich dachte, wir könnten das Huhn jetzt da draufstecken und das darüber brutzeln. Aber es geht nicht. Treppe hoch will ich noch nicht. Ja, genau. Genau so viel. Okay, was haben wir denn hier unten? Wie läuft das Vieh? Schubse das Ofenrohr an. Hopsa. Dreh das Ofenrohr ein wenig. Noch ein wenig. Hä? Okay, hin und wieder zurück. Okay. Ach, da kann man es auch noch... Ne, warte mal, da? Ne, was ist hier? Aschergeleide? Geh hinunter in die Stadt? Ach, herrje. Okay, da will er nicht hin, da wird er dann umgebracht. Okay. Ich kann mir vorstellen, dass wir das Rohr hier mit dem Troll irgendwie benutzen können, indem wir das... damit benutzen, ihn darauf ausrutschen zu lassen. Aber das hebe ich mir erstmal für nachher auf. Ich möchte mich ja erstmal umgucken. Und, oh Gott, wir sind ja direkt bei der hier. Ach, herrje, ach, herrje. Aschergeleide? Psst. Klettere in die Vase? Ja, und jetzt? Okay. Was haben wir hier mit der Truhe? Ist wohl zu laut. Nee, ist abgeschlossen. Oh Gott.
Gott, macht das so viel Lärm. Was war das? Betrachte das Gefäß. Suche die Pergamente. Ui. Das können wir aber nehmen. Sehr schön. Ich möchte jetzt hier nicht so viel anklicken nachher. Moment, was ist, wenn wir da reinkriechen? Zip. Und dann das Hühnchen? Nein, nicht wieder raus. Ach, da bleibt nur da drin für eine bestimmte Zeit? Ja, es... Nee. Wieso kommt das jedes Mal da... Okay. Ist mir zu hoch. Samtkissen. Wofür könnte ich das Samtkissen benutzen? Nee, ich will nochmal hoch. Probieren wir es einfach aus, Freunde. Probieren wir es einfach aus. Aha. Hebe eine Kugel an. Was ist denn jetzt? Hä? Moment. Okay. Nein, hier raus. Was immer es jetzt auch mit diesen Kugeln auf sich hat. Hier müssen wir wahrscheinlich das Samt... Jawohl. Wie, ja, ja, mach mal. Und jetzt vielleicht noch irgendwas da drauf. Das damit. Das Ofenrohr vielleicht. Nein, andere Seite. Ach, das lag schon ganz. Okay. Okay, das kommt da oben raus. Also die Kugel meine ich. So, was passiert, wenn wir jetzt nochmal... Ja, komm, mach voran. Alle, ab! Und jetzt? Ah, könnte man das Bild hier... Das schien wohl von Erfolg gekrönt gewesen zu sein. Was ist das? Hat Vulkan... Nimm schmierige schwarze Substanz. Warum nicht? Reib das damit ein. Jawohl. Bah, hat er das gerade aus seinem Mund rausgeholt? Ist ja ekelhaft. Fackel! Okay. Nee, da will ich noch nicht. Mach mal hier runter. Jetzt müsste doch hier eigentlich die Kugel... Jawohl, da liegt die Kugel. Rolle die Kanonenkugel vom Kissen. Aha! 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 Wofür auch immer wir da unten jetzt eine Kanonenkugel brauchen. Hallo, Vieh? Ich kann dich hören. Alles gut. Anscheinend hast du das andere Ende des Lichtschachts gefunden. Ja, es ist draußen. Okay, wieder runter. Es ist so süß. Ach, guck mal, das ist total biegsam. Ich frage ja gar nicht erst, wie du das mit der Tür machst. Aber ja, was ist auf der anderen Seite? Ein Affe, der einen Kleiderschrank verschluckt hat? Ein Affe, der einen Kleiderschrank... Ja, ist ja gut. Oh Gott, nee. Ein Troll. Ja. Der Troll bewacht den Kerker? Er hat einen Schlüssel? Den brauchen wir. Du musst dir etwas einfallen lassen. Ja, kann Cheep Cheep uns nicht helfen? Ja, bumm. Wie, kann ich, kann er also nicht nehmen. Ich hätte ja immer noch zu gerne den Synchronsprecher von dem Vieh mal gesehen im Tonstudio. Wenn mir die Kugel auf den Kopf gefallen wäre, wäre es aus mit mir gewesen. Na ja. Was ist denn mit Cheep Cheep? Oh, mal Cheep Cheep.
Das hier ist alles so gar nicht nach seinem Geschmack. Ich lasse ihn lieber in Ruhe. Ach. Ganz toll. Ja, wieso muss der sich denn immer? Habe ich hier irgendwo die Möglichkeit... Nein. Habe ich nicht. Kann Cheep Cheep uns helfen? Rutsch... Ach nee, das hatten wir schon. Chichi. Ja, ja. Okay. Ach. Okay, vielleicht müssen wir noch mehr... Okay, mit den Füßen oder mit unten zuerst robbt es sich dadurch. Okay. Versuchen wir es vielleicht mit... Noch einer Kanonenkugel. Nein, können wir gar nicht mehr. Was ist das denn da? Hä? Nee, will er nicht hin. Okay. Was mit dem? Okay. Dann, ja, hier raus. Versuchen wir mal mit dem Troll zu unterhalten. Toll. Und jetzt? Tja. Da ist nichts mehr. In die Stadt will er auch nicht gehen. An den Hammer kommt er nicht dran. Nee, nee. Was ist denn, wenn wir die Fackel, beziehungsweise hier... Ah, okay, das geht. Ja, und jetzt steckt er eine brennende Fackel ein. Ich fasse es nicht. Und jetzt können wir die womit benutzen. Was, zünde die Hose des Trolls an? Ist nicht wahr. der sieht uns doch. Was, das soll es jetzt gewesen sein? Das ist jetzt nicht euer Ernst. Nein. Das glaube ich jetzt nicht. Chocolat. Ah. Erfolgsmusik. Jetzt können wir den Hammer nehmen. Immer noch nicht. Rumschwimmen. Was auch immer. Okay, Freunde, wir haben die Schlüssel. So, jetzt aber. Danke, endlich. Wow. Jei, 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 jei. Das wäre geschafft. Jetzt musst du die ganze Arbeit auch nicht mehr allein machen. Das war's? Ach nö. Kann die Kanonenkugel aufheben? Das gute Stück wird garantiert hilfreich sein. Klar, und dann... Wo steckt sie dann? In ihre Brust, natürlich. Gott. Also die linke Titte ist jetzt die Kanonenkugel. Ein seltsamer Holzkasten. In ihm hängt ein kleinerer Kasten aus Metall. Ja... Rein? Auf den Wänden sind viele Symbole und kurze Texte. Ich kann sie nicht lesen. Hier wurden noch ein paar Bilder an die Scheiben geklebt. Und dort ein größerer Zettel mit einem Text. Das sagt mir alles nichts. Okay, was hatten wir sonst noch hier? Die kann die... Ziehe am Fackelhalter. Hä? Irgendetwas scheint in der Wand zu passieren. Aber so richtig helfen tut uns das gerade nicht. Gut. Hier kommen das wir jetzt auch dran. Das ist das Skelett eines...
Ich fürchte, die eigene Unsterblichkeit führt zu Defiziten in der anatomischen Allgemeinbildung. Okay, was ist hiermit? In der Zelle liegt etwas. Es schnarcht. Hallo? Hallo? Nichts. Aber er hat auch schon beim Spektakel von Cheep Cheep und dem Vieh weitergeschlafen. Okay, was ist hiermit? Ich kann mich glücklich schätzen, dass der kleine Dicke hinter Wilbur und Nate hier ist. Auch unter der Folter könnte ich nichts zu ihrem Aufenthaltsort sagen. Ich hoffe, Nate geht es gut. Es wäre schade, wenn er mir beschädigt in die Hände fallen würde. Ach so, ja, na klar, natürlich. Was haben wir hier? Ziehe am Fackelhalter. Nichts. Oh, oh, muss man da gleichzeitig dran ziehen? Bewegt sich kein Stück. Und hier raus? Nein. Sie ist fest verriegelt. Uchu, Luca. Ja, komm. Wechseln. Du meinst... Weg. Irgendwie muss er aber weg. Was? Um was geht's denn? Die Tür ist immer noch verriegelt. Das Vieh muss sich etwas einfallen lassen. Möglichst bald. Toll. Wieder nicht gehört. Jetzt muss sie wieder an ihren Punkt gehen, weil sie kann nirgendwo anders im Raum stehen. Oh. Kann das Vieh denn daran ziehen? Was? Nein. Ach nein, der Troll ist wieder da. Nochmal anzünden. Das klappt sogar nochmal. Oh nee, der hat uns jetzt... Oh, oh. Okay. Das hat jetzt wofür geholfen? Fackelhalter. Okay, probieren wir es nochmal mit Ivo. Da muss die Kanonenkugel ja irgendwas hier unten anstellen. Damit nicht. Damit nicht. Damit nicht. Kann man hier vorne hin. Damit nicht. Damit nicht. Nee. Und nur Ivo kann... Gib dem Vieh die Kanonenkugel. Hä? Lieber nicht. Die ist zu schwer für ihn. Ja, ja, eben. Was ist denn, wenn wir ihr Oh, danke. So eins wollte ich schon immer mal haben. Wer wollte das nicht? Und die brennende Fackel natürlich. Danke. Steckt sich auch in ihrem BH. Okay. Ivo steckt also alles in ihrem BH. Faszinierend. So, Gummihuhn. Womit können wir jetzt das Gummihuhn benutzen? Ah, befestige das Gummihuhn am Foltergerät. Es ist, Kunst. Ah. Ah, ja, jetzt, ja. Jetzt holen wir nochmal... Hallo, Vieh! Oh, könnt ihr mal ein bisschen schneller hier reagieren? Komm da durch. Zack, zack, komm. Ach nein, ich hab die brennende Fackel nicht. Ach nö. Kann ich den so wach machen? Jawoll! So, und jetzt schnell zu Ivo. Ivo, Ivo, hallo. Hallo, Ivo! Ach, ist doch nicht wahr. Okay, also so klappt's nicht.
Ja, aber wenn der da nicht mehr steht, bringt uns das alles nichts. Feuer bereit. Fehlt nur noch das Ziel. Aha, okay, so rum also. Man muss Ivo erst da hinstellen. Naja, auch eine schöne Sache. So, jetzt nochmal das Ganze. Jetzt komm! Was soll das denn? Oh. Na, nicht mit. Das ist gerade ganz schlecht, Vieh. Vielleicht könntest du versuchen, den Troll herzulocken. Das hab ich gerade. Sicher. Will der mich flachsen hier, oder was? Klappt das auch so? Kommt der so? Nein. Das kann doch nicht sein. So, ich drücke hier jetzt auf Ivo. Und es passiert nichts. Da. Ich. Was? Oh, das kann doch nicht sein. Betrachte. Was? Nee. Wecke das etwas. Ja, das klappt. Da. Ganz toll. Nein, bleib hier. Nee, die Fackel können wir auch mit nichts benutzen. Irgendetwas scheint in der Wand zu passieren. Aber so richtig helfen tut uns das gerade nicht. Hey! Aua, was? Hä? Du? Aber was tust du? Das Artefakt ist es in Sicherheit. Das darf nicht sein. MacGuffin? Ihr lebt noch? Euer Widerstand bei den Verhören scheint nicht groß gewesen zu sein. Das Buch! Das Artefakt! Was ist damit? Ich habe das Buch aus eurem Keller geholt, aber ich habe den Erzmagier nicht angetroffen. Und? Und dann? Dann habe ich das Artefakt zusammen mit zwei Freunden sichergestellt. Ausgezeichnet. Dann war es wirklich im Tempel. Ja, war es. Und nun? Hat der Erzmagier das Artefakt erhalten und ihr seid nun hier, um mich zu befreien? Nicht so ganz. Wir wurden von Munkus überrascht. Meine Freunde konnten mit dem Artefakt fliehen. Ich wurde gefangen genommen. Dann ist es noch immer nicht in Sicherheit? Vielleicht nicht. Das ist eine Katastrophe. Wir müssen hier raus und das Artefakt zum Erzmagier bringen. Was ihr nicht sagt. Ihr seid ja ein gewiefter Taktiker. Freunde, die Zeit ist erreicht. Ich mache ja Schluss, bevor die Zeit wieder jetzt heillos überschritten wird. Und dann sehen wir uns gleich mit dem nächsten Teil wieder. Also, bis dahin, NRW 18, adieu.